der Herr Abgeordnete, der Magister Bruno Rossmann. Bruno Rossmann ist einer von zwei Abgeordneten, die früher bei den Grünen waren und jetzt in der Liste Pilz aufgegangen sind. Danke, er ist Frau Budget- und Finanzsprecher. Frau Bundesministerin, Hohes Haus. Ich habe an sich schon Verständnis für Forderungen der Tourismuswirtschaft. Und ich anerkenne grundsätzlich auch, dass der Tourismus für Österreich eine große Bedeutung hat. Aber ich will die Frage der Senkung der Mehrwertsteuer für Nächtigungen im Bereich der Hotellerie vielleicht in einen breiteren Kontext stellen. Es ist schon richtig, dass die Tourismuswirtschaft in Österreich dem Wettbewerb ausgesetzt ist. Das ist keine Frage, das anerkenne ich. Ja? Und da sehe ich durchaus auch die Tatsache, dass es in anderen Ländern mit der Umsatzsteuerbelastung anders ausschaut als in unserem Lande. Auf der anderen Seite ist es aber schon auch so, dass wir anerkennen müssen und schauen müssen, wie sich die Tourismuswirtschaft in den letzten Jahren entwickelt hat. Und da steht ja selbst in den Budgetdokumenten drinnen, im Budgetbericht, der Tourismus entwickelt sich weiterhin sehr positiv. Und wenn man sich die Gewinnentwicklung im Bereich des Tourismus anschaut, wird man feststellen können, dass in der Tat die Entwicklung dort nicht so schlecht ist. Ja? Also frage ich mich, braucht man diese Entlastung der Umsatzsteuer im Bereich der Hotellerie wirklich oder nicht? Eine andere Frage, die ich mir in diesem Zusammenhang stelle, ist jene. Im Zusammenhang mit der Gegenfinanzierung der Steuerreform 2015-16 ist ja nicht nur die Mehrwertsteuer für die Nächtigungen im Bereich Tourismus erhöht worden, sondern es sind ja auch die Theaterkarten, Musikaufführungen, Eintrittspreise für Museen und Umsätze für künstlerische Tätigkeit erhöht worden. Und werfen wir jetzt einen Blick auf jenen Bereich, wo die Umsatzsteuer auch erhöht wurde. Diese Erhöhung nämlich hat Künstler getroffen, in hohem Maße eine Gruppe, die sehr stark unter Druck steht. Die Künstler ist eine Gruppe, die sehr stark armutsgefährdet ist. Und auf der anderen Seite sind es die niedrigen Einkommen, die natürlich besonders darunter leiden, wenn Eintrittspreise in Museen und andere Kultureinrichtungen in der Tat erhöht werden. Und ich bringe daher einen Abänderungsantrag der Abgeordneten Zingel, Bruno Rossmann, Freundinnen und Freunde zum Bericht des Tourismusausschusses über die Regierungsvorlage 23 der Beilagen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Umsatzsteuergesetz 1994 geändert wird, ein. Der Abänderungsantrag beträgt mehr auf eine Seite. Er wird Ihnen vorgelegt, er liegt Ihnen vor. Ich werde ihn in den Grundzügen erläutern. Das Ziel ist sehr einfach. Kunst- und Kulturschaffende sind gleich zu behandeln wie Tourismusbetriebe. Und das ist das Ziel dieses Antrags. Ich ersuche für diesen Antrag um Zustimmung, weil ich glaube, das Gleiche zwischen den Kulturschaffenden auf der einen Seite und der Tourismuswirtschaft auf der anderen Seite geschaffen werden soll. Der Herr Bundesminister hat ja in seiner Budgetrede heute betont, dass Kunst und Kultur ein Standortvorteil sind. Um diesen Standortvorteil aber wirklich auch umzuwandeln in einen echten Vorteil, der für die Künstlerinnen und Künstler dieses Landes was bringt und auch den niedrigen Einkommensbeziehern was bringt, ersuche ich Sie, diesem unseren Abänderungsantrag zuzustimmen. Und ein Grund, warum ich mir mit der Entlastung der Tourismusbetriebe besonders schwer tue, ist noch folgender. Es ist durch nichts gewährleistet, dass die Umsatzsteuerentlastung tatsächlich an die Verbraucher weitergegeben wird. Und ein anderes Argument, warum ich mir schwer tue, ist, dass es sich hier um ein Steuergeschenk in der Größenordnung von 120 Millionen Euro handelt, wobei gleichzeitig durch die Doppelbudgets 2018-2019 die Ärmsten der Gesellschaft belastet werden. So kann Politik nicht gemacht werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. So nicht. Danke sehr.